Ordnungsamt, ne? Kahlschlag, ja. Es ist hier passiert, genau hier. Ne? Ein herrlicher Knöterich hat hier geblüht, ist gewachsen. Ein wunderbarer Ort, ein Café in der Südstadt oder im Fringsfädel. Es war einfach herrlich. Ringsum wuchs also kräftig über Jahre der Knöterich. Man saß ein bisschen im Schatten, es war angenehm, ein Schutz vor den Autos, die vorbeifahren, aber eben. Das Ordnungsamt sagt, das geht nicht. Das widerspricht der Gestaltung. Das ist nicht schön. Das ist unordentlich und was auch immer. Keine Ahnung. Jedenfalls der Besitzer, der musste den Knöterich absägen. Insgesamt. Dann kommt dann dazu hier diese Pfosten. Also man sitzt ja hier an den Tischen und dann fahren hier langsam Autos vorbei. Es könnte ja sein, dass hier Besucherinnen in ein vorbeifahrendes Auto fallen und dabei dann ums Leben kommen. Das kommt in der Regel nicht vor, aber ist egal. Dann sagt das Ordnungsamt also vor Jahren, hier müssen Poller hin zum Schutz. Müssen sie machen. Dann hat der Olaf das gemacht und hat die Poller hier hingesetzt. Jetzt kommt das Ordnungsamt wieder mit neuen Beamten, sagt, der Knöterich muss weg. Ja, und die Pfosten, die gehören hier gar nicht hin, die müssen sie wieder entfernen. Ja, was denn nun, ne? Was denn nun? Ja oder nein? Ne? Also irgendwie klar ist das auch nicht. Immerhin hat das liebevoll und schön gemacht. Ohne jede Frage. Das ist ja jetzt das fünfte Aufzeigen des Handelns des Ordnungsamtes. Aber interessant ist nochmal, was diese beiden Beamtinnen im Dezember um 19 Uhr abends während vollem Betrieb beim Gänsekeulenessen dann dem Besitzer, also erstmal ihn da, der hat keine Zeit, ne, bei Vollbetrieb, ist klar, er muss Geld verdienen. Ne? Und wir hatten ja auch noch Corona und all den Riss in Erinnerung. Machen sie einen Riesenterz, wir sind hier das Gesetz. Und du hast dich zu fügen dem, was wir sagen. Und am besten knie dich nieder. Und dann stellen sie fest, ach, da fehlt ja der Aufkleber Rauchverbot in der Kneipe. Deswegen muss er dann 35 Euro Strafe zahlen. Ja, was denn jetzt? Jeder Mensch in Nordrhein-Westfalen weiß, Rauchverbot in Restaurants und Kneipen, das Gesetz, da braucht man kein Schildchen mehr für. Das Argument aber dann der Ordnungsbeamtin, ja, aber wenn da Touristen kommen, ja, die wissen es auch. Oder werden drauf, ist ja egal. Diese Kleinlichkeit und auch darauf zu beharren, 35 Euro. Man hätte auch einfach drüber reden können, sondern pass mal auf, das fehlt da, mach das doch bitte morgen dran oder übermorgen, damit das klar ist. So insgesamt sehe ich so eine, ja, wie soll ich sagen? Mir fehlt da die Oberbürgermeisterin. Ne? Man sagt ja, der Fisch stinkt vom Kopf her. Wieso ist so eine Radikalität möglich? Die Ordnungsbeamtinnen sagten übrigens auch noch bei der Frage, wieso ist denn jahrelang, wie an vielen Dingen, die wir jetzt in der letzten Zeit benannt haben, wieso ist jahrelang nichts passiert, wieso war das jahrelang alles in Ordnung und plötzlich muss das alles weg? Da sagten doch diese Beamtinnen, ja, bisher haben wir nicht auf die Südstadt geachtet, aber jetzt ist die Südstadt dran. Zitat, jetzt ist die Südstadt dran und das erleben wir ja fast jeden Tag und das ist ein No-Go. Und da, ich fordere die Oberbürgermeisterin auf, die ja von der großen Verwaltungsreform geredet hat. Handeln Sie bitte, Henriette, handle. Du bist die Chefin dieser Stadt mit der Stadtdirektorin zusammen. Aber die Weisung muss von dir ausgehen. Verhindere, dass das Ordnungsamt so rigide mit uns Menschen in den Stadtteilen umgeht. Das geht nicht. Wir sind die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt und du bist unsere oberste Vertreterin. Also kümmere dich bitte darum. Also bitte doch, ne? Also mach's. Ihr wisst Bescheid, mein Idiot. Und so, wenn euch was auffällt, schreibt der OB und schreibt ihr euer No-Go, ne, was ihr seht und was euch auffällt. Mein Idiot, bis zum nächsten Mal. Und wählt morgen richtig. Tschüss.